So, wir haben einen Laken. Ich glaube, ich habe hier genau das. Und dann können wir schaufeln gehen. Das wäre genau die richtige Robe für einen Propheten. Und luftig ist sie außerdem. Da bimmeln die Glocken. Aber noch bin ich kein Prophet. Ah, okay, wir kommen später wieder. Na dann, nehmen wir mal den Spaten zum Haken. Nee, wir sind nicht Glatzmatz. Und Schaufel. Schaufel die Schaufel. Pass gut auf. Ich zeige dir jetzt, wie man sein eigenes Grab schaufelt. Eigentlich müsste ich meine Pillen holen. Nein, das hier ist wichtiger. Und ausgebuddelt. Bravo. Eine solide Arbeit. Mit etwas mehr Zeit hätte ich noch eine Minibar eingebaut. Du hast das Zeug zum Totengräber. So viel steht fest. Jetzt brauche ich nur noch ein Propheten-Outfit und wir können die Jobs tauschen. Hier ist dein Laken. Wir stellen alles wieder so her, wie es mal war. Ich glaube, ich habe hier genau das Richtige für dich. Ich weiß nicht. Es riecht ein wenig. Das trägt man jetzt so. Na los, rein da. Sehr gut, sehr cool. Es sitzt perfekt. Obdachmodus ist wieder da. Du kaschiert dein Zellulite-Problem. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist jetzt Totengräber. Hier, nimm das Outfit. Du hast es verdient. Das müssen wir nur noch dazu bringen, die Gebote einzumeißeln. Okay, wir haben einen Frack. Jetzt brauchen wir nur noch einen Ring. Und wir müssen dem Kollegen Sia seine Kugel wegnehmen. Ich glaube, der Eimer, der muss auch weg. Okay. Ich habe schon so eine Idee, was wir mit dem Eimer machen. Die wecke ich lieber nicht, wenn sie mich wieder. Vielleicht können wir den Farbeimer über die Kugel schütten. Finger weg, diese Kugel ist. Und meine Eck, das ist. Mit. Okay, das bringt nichts. Wir brauchen die Sachen, die hier stehen, dafür. Tja, reden wir nochmal mit ihm. Vielleicht bringen wir ihn dazu, dass er jetzt anfängt, die Gebote aufzumeißeln. Herzlichen Glückwunsch, Rufus. Du bist. Herr, du? Okay, das bringt nichts. Herzlichen Glückwunsch. Okay, das müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Wir nehmen vielleicht mal die Kamera. Nicht anfassen. Die ist genau da, wo ich sie nachher aufgefunden haben werde. Okay, also nicht. Standen die Pins später auch schon da? Bestimmt. Die sollte ich lieber nicht an. Die ist genau da, wo. Ja, aber wie. Noch nicht, oder vielmehr nachher nicht mehr. Wie kriegen wir die ihm weg? Wir brauchen den Frack. Das wird ihn nicht interessieren. Ah, ich sehe, du hast Talent. Finger weg! Und mein das. Wir müssen ihn ablenken, dass wir ihm die Kugel nehmen können. Okay, das bringt alles nichts. Noch einmal voraussagen, wenn es sein muss. Worum geht es? Wiederhutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Ah, die Kugel. Vielleicht können wir die nehmen, während ja, er ich habe drin ist. Neuigkeiten.
Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Bauhelden. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wiederhutmode. Nochmal? Na ja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Die Kugel hat die Antwort. Turbane, ich wusste es immer. Und nun entschuldige mich bitte. Ich habe da einen spannenden Artikel gesehen. Ja, Turbane. Die Zeitung. Und jetzt kann man die Kugel bestimmt. Juhu. Er ist in das Magazin vertieft. Das ist alles komplett falsch. Ich muss etwas unter... Stör mich nicht. Es gibt hier eine interessante Kolumne über die richtigen Wickelpraktiken. Okay, wir müssen ihm irgendwas anderes geben. Das wird ihn nicht interessieren. Ah. Okay, aber ich glaube, die Zeitung, die hatte wer anders. Und wir brauchen aus dem noch einen Ring. Okay. Nein, hier ist ein Schalter auf der Unterseite. Ich frage mich, was haben wir denn da? Das ist ja gar keine Kristallkugel. Das ist ein tragbares Zeitportal. Diese ganze Hellseher-Nummer ist nichts als ein Schwindel. Ach was. Tja. Sie hilft uns hier, glaube ich, auch nicht weiter. Herzlichen Glück, du! Das bringt ja alles nichts. Sie wollen wir nicht aufwecken. Oha! Hansbohrer. Hoppala. Gleich mal Löcher bohren. Ah! Wie machen wir das? Ist hier. Und Farbe. Und dann. Haben wir eine Bowlingkugel. Die dann hier als Kopf verkleidet. Sehr gut. Und die können wir jetzt hier irgendwo hinlegen, oder? Sollte ich lieber nicht anfangen. Die ist genau da, wo. Manu! Wo ist sie geblieben? Aua! Genau da. Was ist passiert? Wo bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Sehr gut. So muss das. Schnell, Vince. Wir sind ja fertig. Und hätten Turban auf, weil ich mich richtig dran erinnert. Und wir haben keinen Ring. Lustig. Wir sollten das unbedingt mal wiederholen. Ach nee, lass mal, Vince. Nanu, was ist denn jetzt kaputt? Rufus, hier drüben. Das freut mich auch gerade, was ist hier kaputt? Na endlich, wo bleibst du denn? Immer mit der Ruhe. So einen Frack findet man ja nicht einfach so auf irgendeinem Friedhof. Höchstens auf dem Secondhand-Friedhof. Aber hier sind mittlerweile Jahre vergangen. Den Antrag habe ich hier schon längst gemacht. Ach so, dann brauchst du die Sachen gar nicht mehr? Im Gegenteil, ich brauche sie dringender denn je. Die Hochzeitsgesellschaft wartet schon. Hast du alles? Fast.
Aber das ist doch nicht die Frau von. Fehlt nur noch der Ring. Von den Tresen, das ist doch nicht, das ist definitiv nicht. Keine Panik, ich deichsel das schon. Beeil dich bitte. Ich erkenne doch da die roten Haare. Das ist. Ich hab doch schon so ein. Ich weiß doch schon, wer das da ist. Oh, Schreck. Okay, aber wir kriegen jetzt einen Ring her. Wir haben noch ein Auto. Wir haben noch Zeitmaschinenschlüssel. Verdammter Butterstampfer! Wegen Hochzeitsvorbereitungen geschlossen. Aha, hier können wir nicht mehr lang, da können wir auch nicht mehr lang. Dann hier vielleicht. Nö. Was bleibt uns hier noch übrig? Vielleicht können wir hier aus dem Motor was ausbauen. In so einem kleinen Kaff muss man zusehen, dass man schnellstmöglich unter die Haube kommt. Das Einzige, wo wir hin können, ist hier hin. Wir können einen Frühlock-Alarm auslösen. Wenn ich hier mal in die Zukunft greifen. Oder in die Vergangenheit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aha, oh, der Einhornring. Sehr schön. Den brauchen wir nachher sicher nicht. So, Rocco, hier den Ring. Und? Hast du den Ring besorgt? Ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber gut. Da hast du. Tausend Dank. Du bist ein echter Freund. Ein echter Freund, der jetzt freie Bahn hat. Okay, jetzt sind wir im Chrono, wie hieß es, im Chrono-Car. Knapp zurück. Und zurück in die Zukunft. Oder Vergangenheit. Auswahl rechts, Auswahl links. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Na dann. Ha, Schwamm drüber. Auf geht's. Oh, Schreck. Aua. Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Nicht in Kuwak, so viel steht fest. Ach du Schande. Okay. Na, wo sind wir denn hier gelandet? Timepod, Lager, Zeiger, Zeltlager, Moment, Armbrust, zum Berg. Okay, Stück für Stück schauen wir uns erstmal die Lager an. Hier suppt die ganze gute Tachyonenschlonze in den Wüstenboden. Was für eine Verschwendung. Gut. Na super, das Timepod sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Also müssen wir das Timepod reparieren, bevor wir weiterreisen können. Na, sehr schön. Ein Haufen abgebrochener Uhrenzeiger. Die könnten sich noch als nützlich erweisen. So wie sich der meiste Schrott irgendwann als nützlich erweist. Aha, na dann. Mitgenommen. Wir haben Uhrenzeiger. Ich habe keine Zeit, mich mit den Einheimischen anzufreunden. Ich muss zusehen, dass ich einen Weg in die richtige Zeit finde. Hallo, Fremder! Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? Wir nennen dieses Land The Vase of Time. The Vase of Time. Da legen wir einen großen Wert drauf, ne? Mein Name ist
Moment, ich gehöre zur Einheimischen Legion. Das hier ist das Land meiner Vorfahren. Vor vielen Generationen soll diese Wüste ein wunderschöner Ort gewesen sein. Aber dann fielen Fremde ein und beanspruchten das Land für sich. Mit ihnen kam die Dürre. Und nun führen wir Krieg, um das verlorene Paradies unserer Vorfahren zurückzuerobern. Das klingt eigentlich ganz nachvollziehbar. Bei dem Namen Waste of Time hätte ich etwas Sinnloseres erwartet. Die Legenden sagen, dass sich der wahre Sinn des Namens nur erschließt, wenn man seine Geschichte kennt. Ich persönlich glaube, dass es etwas mit den kaputten Uhren zu tun hat. Netter Dialekt, finde ich. Ich habe keine Zeit, mich mit den... Ich muss... Okay, nehmen wir mal die Armbrust mit. Kann ich mir die Armbrust ausleihen? Wir haben gerade Waffenruhe. Ja, super. Dann brauchst du sie ja nicht. Sehr schön. Können wir die Uhrenzeiger... Uhrenzeiger als Armbrustmunition? Tja, warum nicht? Sehr schön geladene Armbrust. Zeltlager anschauen. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Okay, auf zum Berg. Der Berg ruft. Aha. Darüber zum Berg. Was gibt's hier zu sehen? Nicht viel. Im Lager der Feinde war alles ruhig. Zu ruhig für den Geschmack des Helden. Immer auf den Ausguck. Joa. Hübsches Bild von Rufus. In der Wüste. Joa. Dann läuft er zurück. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht zu sehen. Auf nach vorn. Na, dann mal rein ins Timepod. Können wir wieder zurückreisen? Oder was ist jetzt hier? Na super, das Timepod sieht jetzt noch kaputter aus als vorher. Mal gucken, ob es noch funktioniert. Ich kann zwar nach Portalen scannen, aber ich kann sie nicht öffnen. Und es erkennt auch wieder nur das eine Portal, durch das ich gekommen bin. Dann müssen wir wohl wieder zurück in die Zukunft. Nee, Zweck. Na super, das... Wir haben nur noch geladenes Armbrust, können wir hier das Timeport abschließen. Um Schaden zu reparieren, braucht es schon ein bisschen mehr. Ein Schimmer davon, wie das Teil funktioniert, wäre schon mal ein Anfang. Okay, wir müssen das Timeport reparieren. Ha, das hat ja mal gar nichts bewirkt. Stimmt, das würde sich gut als Pfeilgift machen. Oh, aha. Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschützer. Und nun? Tachyonenarmbrust. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder falls. Das letzte Mal hat es mit. Okay. Na, dann wollen wir mal. Oha! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ach du Schreck. Großer Gott. Ja, aber was ist hier passiert? War ich so lange weg? Oh nein. Und ohne Timeport jetzt hier. Jetzt sind wir hier gefangen, oder was? Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Großer Schreck. Aber wir haben immer noch einen Tachyonenarmbrust. Irgendwie bezweifle ich, dass es sich durch Drohungen einschüchtern lässt. Wir können uns vielleicht noch irgendwo zu helfen. Hier haben wir zwei Skelette liegen. Dieser Ring hat mir bislang nichts als Ärger bereitet. Ring mitgenommen. Wir haben einen Einkronring, wir haben Tachyone am Brust und wir haben Zeitmaschinenschlüssel. Und da haben wir Rita. Da haben wir den Salat. Die Nadel ist abgebrochen.
Hallo, Rita, was ist mit dir denn los? Rita? Rita, du lebst! Also noch ein bisschen. Aber wer liegt denn da hinten bei Rocco? Na, wer schon? Das ist diese saubere Goal, seine Frau. Aber das kann nicht sein! Und das darf auch nicht sein! Und überhaupt, er sollte doch dich heiraten! Das hättest du ihm vielleicht damals sagen sollen. Hab ich nicht? Ich dachte, ich hätte. Aber das hieße ja, Goal ist tot. Alle sind tot. Goal. Ohne die Portale starb hier alles. Ich bin die letzte Überlebende. Aber nicht mehr lange. Das Essen ist alle. Keine Panik. Jetzt bin ich ja da. Nettes Angebot. Aber so viel ist an dir jetzt auch nicht dran. Ich meine, ich bin da, um das hier wieder in Ordnung zu bringen. Wenn du unbedingt was in Ordnung bringen willst. Die Jukebox ist kaputt. Ich wünschte, sie würde noch ein letztes Mal spielen. Aha, wir müssen die Jukebox reparieren. Oder auch nicht. Da können wir nicht mehr lang, wir können nur noch dorthin. Das Beet. Hier wächst gar nichts mehr. Hier wächst gar nichts mehr. Okay. Oh. Oha. Ach, hier bin ich. Aber warum bewegt sich da nichts? Hallo? Im Labor wieder. Eine Bohnendose. Du bist, was du isst. Demnach wäre Macronicle ein grünes Stangengemüse, das sich unter einem Aluminiumdeckel versteckt. Passt ja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Okay. Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Die Brille geklaut. Die brauche ich dringender als er. Ach, deshalb verschwindet unser Zeug immer, wenn wir an wenn wir ein neues Kapitel gehen. Wenn wir uns das selbst klauen. Was sind das für Dinger? Und warum sind sie mir nicht schon vorher aufgefallen? Seltsame Nupsis. Okay. Von hier aus komme ich da nicht ran. Aber wozu auch? Das Tor ist ja schon offen. Von hier aus, aber wozu? Ja. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Ach, die. Ja, das. Ach, die. Okay, bleibt uns wohl nichts anderes übrig als wieder zurück. Okay, wir haben die 4D-Brille. Aha, können wir die nutzen? Potenzial. Oh, das Potenzial. Können wir da mal hinschießen? Das hat sich doch bewährt. Portal, Potenzial. Ui, sehr schön. Und hindurch. Das Portal, das in Necronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Okay, wir brauchen einen Leiter. Oder so. Haben wir hier noch Potenzial? Nichts Neues zu erkennen. Nein, natürlich ist hier kein Potenzial. Musikbuchs, Garagentor. Ja. Nee. Ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Hilfsmittel haben wir hier nicht. Können wir die Musikbox nochmal untersuchen? Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Können wir hier irgendwo hin? Rein können wir nicht wirklich.
hier nochmal hin. Da kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nochmal rein. Können wir hier irgendwas... Ein Bohnendönchen. Na, das klappt doch irgendwie. Oh nein, so ein Unglück. Jetzt ist die Dose doch glatt in seiner Manteltasche gelandet. Wie soll ich denn da jemals wieder rankommen? Oh Schreck. Tote Hose. Offensichtlich gelte ich noch als in der Zwischenzeit. Tja. Oh, Konservendose. Wir sind dran gekommen. Okay. Ich wollte mich gerade schon fragen, wie. Jetzt können wir es bestimmt. Einmal aus dieser Dose bekommen. Jetzt können wir sie bestimmt einpflanzen. Mit der Armbrust öffnen. Das ist ein ganz anderes Kaliber. Hätte ja sein können. Mit dem Ring öffnen. Ich will nicht mit meiner Arbeit. Eigentlich wollte ich sie im. Nee, das wollte ich auch nicht. Öffne die Dose. Du bist, was du isst. Demnach wer. Kannst du für uns die Dose öffnen? Das hat bisher immer geklappt. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur, du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss mein Kind. Da ist keine Musik drin. Okay. Mit der Musikbox können wir wirklich nichts anstellen. Okay. Können wir die Musikbox zerschießen? Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du zerschrampfst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Das hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Was auch sonst. Ja. Ein Hornring. Das haben wir gleich. Oha. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Bitte. Okay. Sind wir den Ring endlich losgewohnt? Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Vielleicht können wir die Dosen damit öffnen. Sehr gut. Jetzt haben wir eine Bohne. Da war genau eine Bohne drin. Können wir die doch bestimmt jetzt einpflanzen. Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. So, und nun heißt es warten. Okay. Warten. Das Portal leider aus. Vielleicht so. Nee. Vielleicht mit der Zeitmaschine noch in die Zukunft reisen. Ich hab keine Ahnung. Wie soll man jetzt hier. Sollen wir jetzt hier warten? Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. So wird das nix.
Vielleicht tun wir so. Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp. Ich dachte, er ist eingefroren, der Strudel. Ui. Na dann können wir jetzt mal durch, durch das Portal. Herr Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Kohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisen, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Gut, da sind wir also wieder zurück in der Zeit. Ja, sehr schön. Und wieder im Labor. Ich freue mich. Rufus scheinbar auch.